Hallo und herzlich willkommen zurück in Pandora in Borderlands 2. Mit dabei ist die Pummelrunde, der Hisho und die Pseudonyma. Oder die Pseudonyma und die Hisho, ja. Und der Hisho. Und, hallo! Wir haben in der letzten Folge die Treibstoffzellen eingebaut. Und wir sind jetzt dabei, den nächsten einzubauen, genau. Und jetzt müssen wir noch. Es waren zwei. Ja. Und jetzt müssen wir die dritte Zelle, nämlich von Crazy Earl, kaufen. Der ein Auto gegessen hat mit einer Gabel. Ja. Ich weiß, wo der ist, ich weiß, wo der ist, ich weiß, wo der ist. Ich glaube, da war Karte angezeigt. Was willst denn du? Huh? Auf irgendwas, dann kriegst du diese Dreckstreibstoffzelle gratis dazu. Ach so. Beim Anfassen sind mir zwei Finger weggefault und ich akzeptiere nur Iridium. Cash ist was für Clowns. War das nicht der im ersten Teil auf dem Schrottplatz lebte und man sah auch immer nur diese Klappe, die aufging und man sah auch immer nur die Augen? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, was ja. Du? Kauf was oder geh mir aus der Optik. Oh, Speicherdeck. Ich bin dabei. Mann. Oh, man kann bei dem Speicherdeck-Upgrades kaufen. Oh, ja, was kaufe ich mir denn als Speicherdeck-Upgrade? Wir haben 4 Iridium. Ich möchte ja ganz gerne Sniper Rifle, ne? Mach doch. Ja, ich auch. Das sind dann die hier. Und der Dog-Pistole? Oh, verdammt, der hätte ein Rucksack-Upgrade gehabt. Wo denn? Rechts bei Rucksack-Upgrade. Warte. Scheiße. Ja. Scheiße, jetzt habe ich schon gekauft. Ja, gut, dass du das sagst, bevor ich was gekauft habe. Das nehmen wir dann. Nein! Danke. Das konnte nur einer kaufen. Hä? Ja, ich habe auch schon. So, warte, Sonderangebote kann immer nur einer, ne? Ah ja, gut, okay. Aber wir wissen, hier kriegt man die nicht von Claptrap, hier kriegt man die von Earl. Manchmal. So, vielleicht wo ist hier? Vielleicht kriegt man die auch von Claptrap. Ich bin hier, ich drück jetzt E. Seid ihr hier? Ich drück E. Oh je, er drückt E. Weißt ja, Sanctuary war mal ein altes Bergbauschiff, klar? Tja, du hast mir gerade geholfen, seine Triebwerke wieder flott zu kriegen. Mach dich auf was gefasst, denn diese Stadt hebt ab! Auf geht's da oben! Oh! Es wackelt hier aber ein bisschen. Spring, jetzt spring! Oder... Nicht. Auch nicht. Mist! Jetzt müssen wir Roland wirklich finden. Weißt du was? Oh, sorry. Ich verhungere. Ich will eure Babys fressen. Tja, das piekst jetzt ein bisschen. Hey, Zed. Do no harm. Ins Haus. Vielleicht hat er dort eine Nachricht für dich hinterlassen. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munition. Dr. Zed. Ja, ich hab dann mal die Tür geöffnet, dann kam das Video. Ja. Hi, Zed. Hey, Zed. Neuen Jobs für OP-Patient. Der will aber Kinder essen. Oh, der hat aber auch nur irgendwie so Schilde und so weiter. Dass ich kein richtiger Arzt bin. Was hab ich denn? Jetzt noch nicht. Gib deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. Ja! So, was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir hier, sprich mit den Crimson Raider. Aber ich wollte eigentlich... Wo habt ihr jetzt hier diese goldene Truhe gefunden? Da hinten in dem Gebäude, links. Okay. Da reingehen und dann links um die Ecke. Richtig. Mit einem Schlüssel öffnen. Das Benutzen dieses Objektes verbraucht einen deiner goldenen Schlüssel. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden. Bist du sicher? Ja. Alter, hör doch nicht. Licht. Ja, geiles Ding. Oh, die Rival würde ich nehmen, wenn du die nicht haben willst. Ich bin leider voll. Moment. Lalalala. Ich kann dir dafür eine Sniper anbieten. In lila. Moment, du hast eine lila, eine Sniper? Ja, die ist keine hat Sniper. Hat er doch auch gerade gekriegt. Aber ist eine Pistole. Aber hat ein fettes... Ist keine Sniper, aber eine Pistole? Critical Hit Overkill. Okay... Verbraucht 4 Muni pro Schuss. Willst du das nicht haben oder ist das jetzt für ein Hisho? Weiß ich nicht. Das hat der Hisho weggeschmissen. Ist das nicht von dir? Ja, das sind Pistolen. Mein Rucksack war voll. Ja, dann verkauf die doch eben und hol das wieder. Du siehst übrigens ein bisschen aus wie Flash. Ja. Ja,
Ich bin schnell! So. Ja, wo ist denn hier so ein Shop? Ja, hier vorne vor der Tür. Nee, Quatsch, schon gar nicht. Hier ja. Bei. Warte mal, wo waren der jetzt? Ah, ich hatte eben einen gesehen. Moment, hier rechts um die Ecke. Hi, Jäger, komm rein. Hier. Roland hat eine Nachricht da. Für dich dagelassen. Ach ja. Ich wollte verkaufen. Nicht kaufen. Das ist jetzt nicht so gut, ne? Warum werden wir gerade angeschossen? Ich weiß nicht, ob wir angeschossen. Achso, das ist das Schiff bestimmt wieder. Was? Das schießt wie einfach. Jemand. Huch, ich bin gefangen. Toll. Na doch nicht. Huh. Ich habe immer neue Ware. Schau so. Mal wieder rein. Hier Groß müssen wir auch gleich rein und irgendwas machen. Ja, mit dem Crimson Rider sprechen. Ja, super. Ja. Hier ist ein schwarzes Brett. Ja, schwarzes Brett. Nimm Aufträge an. Okay. Roland braucht deine Hilfe. Alle Crimson Raiders in der Gegend. Vier als Banditen getarnte Hyperion-Spione haben es auf Sanctuary abgesehen. Sie verstecken sich draußen in Three Horns. Spürt sie auf, legt sie um und findet heraus, warum sie hier sind. Ja. Jawohl. Es ist gefährlich allein. Lege Wut mit einer Pistole um. Also es gibt jetzt auch... Da, hier, töte die Assassinen. Töte Assassinen Wut. Lege Wut mit einer Pistole um, dann kriegst du anscheinend extra Punkte. Ich habe eine Pistole. Ich habe gerade das Ding sieht ja mal mega geil aus, was du da hast, ne? Was? Man kann hier spielen? Ich spiel mal. Ich auch. Einmal wenigstens. Hey, ich hab... Meins? Nicht was zurückgekriegt. Wolltest du mir gerade mein Geld klauen? Nein. Yeah! Hier kann man Trinkgeld geben, wie süß. Red mal mit der. Mit der Moxie? Sieht aus wie der verrückte Hutmacher, nur als Frau. Das ist Moxie! Hamrock! Huch! Dank der gründlichen Niederlage, die du Captain Flint beigebracht hast, konnte ich das Southern Shelf verlassen und mich wieder der Arbeit an meinem Almanach widmen. Würdest du mir dabei helfen? Haar eintauschen? Haar eintauschen? Ach so. Also ich würde ihm gerne das Fell geben. Aber ich habe jetzt auch eine Sniper, also im Endeffekt. Ja. Und der Claptrap gibt einem dafür ja dann die Schrotflinte, ne? Ja, genau. Hm. Ankard, möchtest du immer noch die Schrotflinte? Auch keine Schrotflinte. Okay, dann gebe ich ihm das. Millionen Dank, Kammerjäger. Dank dir sieht ein dummer alter Mann jetzt viel cooler aus, als er es eigentlich verdient. Damit meine ich natürlich mich. Hallo, aha. Söldner. Ich habe Geld und ich habe ein Problem. Ja, Bullimon klingt irgendwie dämlich. Hammerlock braucht dich, damit du ihm hilfst, einen cooleren Namen zu finden. Bullimon. Stumpfsinniger Name, nicht wahr? Ja. Ich hätte gern einen schöneren Namen, bevor mein Almanach in den Druck geht. Such ein paar Bullimon-Knochenhaufen, ja? Ich lerne etwas über ihre Ernährung und denke mir einen griffigeren Namen für die Viecher aus. Okay. Okay. Tja, hast du das Gefühl, du hast zu viele so. Kugeln, aber nicht genug Geld? Die Moxie. Moxies Pizza. So. Huch, was ist das denn hier? Dies ist eine Nachricht für alle verbliebenen Crimson Lands auf Pandora. General Knox ist tot. Und wie ich die Lands kenne, werden die euch kalt lächelnd abschreiben und hier zurücklassen, anstatt ein Schiff zu schicken, das euch abholt. Wenn ihr nicht... Oh. Kriege ich bitte mein Geld zurück? Diese Waffe funktioniert nicht. Kein Problem. Wieso? Geht doch. Warum? No refund. Zwei Optionen. Erstens, ihr werdet Banditen. Wo bist denn du? Ihr helft mir dabei, die Menschen von Sanctuary zu beschützen. Ja, aber wo ist der? Ich biete euch Nahrung, Unterkunft und die Chance für etwas Vernünftiges. Etwas Bedeutendes zu kämpfen. Eine Chance, die die Atlas Corporation euch nie gab. Roland, Ende. Das ist die,
dieses letzte Ausrufezeichen, das wir haben. Ja, wir sehen es gerade. Ja, es ist ja nicht mehr da jetzt. Doch, rechts. Ja. Ja, wieso Ausrufezeichen sehe ich nicht mehr. Doch. Komm mit. Nee, ich weiß, wo er ist jetzt, aber ich sehe kein Ausrufezeichen mehr. Doch, ich habe hier noch eins. Du kannst mich nicht stoppen! Ich habe nur eine Frage, die ich euch allen stellen möchte. Eine Frage. Vor einigen Jahren waren wir Feinde. Aber die Zeiten sind vorbei. So froh ich auch bin, euch alle in Sanctuary zu sehen. Ich weiß, dass ihr nur hier seid, weil ihr keine andere Wahl hattet. Ich weiß, wie furchtbar es da draußen ist. Ich weiß, dass Jacks Armee wie ein Sandsturm über diesen Planeten hinweggefegt ist und alles zerfetzt hat, was ihr im Weg stand. Stärker! Als ich mich vor Jahren den Crimson Lance anschloss, sagten sie mir, ich würde diejenigen beschützen, die sich nicht selbst beschützen können. Aber ihr wisst so gut wie ich, es war eine Lüge. Aber dieser Kampf gegen Hyperion, der ist wahr. Wenn wir uns nicht verbünden, wenn wir diese Stadt nicht vor Jacks Armee beschützen können, dann sind wir erledigt. Ich bin Roland und ich habe nur eine Frage. Seid ihr dabei? Ja! Ich biete dir eine Gelegenheit. Steinpapier, Massenmord, Feuerwaffen. Weißt du, was besser ist, als jemand mit Projektilen umzulegen? Ihn mit Projektilen umzulegen, die brennen. Hey, Kammerjäger! Okay. Wenn du zu den Crimson Raiders gehören willst, solltest du dich mit Elementarwaffen auskennen. Findest du nicht? Ja, ja. Ich habe gerade eine Kiste mit brandneuen Maliwan Elementarwaffen reinbekommen. Sollen wir sie gemeinsam ausprobieren? Ja. Oh ja. Wir sehen uns also auf dem Schießstand. Versuchen wir es erstmal. Flammenwaffen sind extrem effektiv gegen Fleisch, aber gegen Schilde taugen sie nichts. So, jetzt grill das Imperialistenschwein wie ein Skag-Steak. Oh, man braucht jetzt eine Feuerwaffe. Du musst sie ausrüsten, die der dir gegeben hat. Ich hab schon nicht gekriegt. Feuer und Fleisch, üble Kombination. Ammissionswaffe. Ja. Hab ich. Und jetzt Abschluss. Oh, ui, das brennt. Dieser nächste Aufgabe, Schockwaffe. Fühlt sich wohl sicher, wenn er denkt, sein Schild schützt ihn. Falsch gedacht. Nur eine Frage der Zeit, bis Jack diesen Ort in Schutt und Asche legt, ihr dreckigen Widerstand. Nimm das, Jack-Fan. Ein paar satte Treffer mit einer Schockwaffe machen einen Schild schneller platt, als du den Kauf bereuen kannst. Ah, sehr gut zu wissen. Also, Schockwaffen machen Schilde kaputt. Mhm. Wie schockierend. Ach, der hat die jetzt wieder zurückgenommen. Ja, okay. Korrosionswaffen. Was noch? Entschuldigung. Panzerung. Gepanzerte Ziele wie diese verdammten Hyperion-Roboter halten ziemlich viel aus. Siehst du, wie die Säure sich durch die Panzerung geschnorrerst frisst? Ah, ich muss gestehen, ich liebe Korrosionswaffen. Jetzt testen wir mal diese neuen Slag-Waffen. Slag-Waffen? Ne, Slag-Waffe? Ja. Die Slag-Waffe. Ich hab einen Job. Und jetzt probier mal eine von den Slag-Waffen aus. Was, du hast eine Slag-Element? Slag ist etwas komplizierter. Wenn du einen Feind slagst, dieser Platz. Ups. Tja. Was? Jetzt, wo er geslagt ist, sollte er ziemlich leicht zu erledigen sein. Wechsle die Waffe und schieß nochmal auf ihn. Super! Die Waffen funktionieren und du bist bereit für Handsome Jack. Lass uns jetzt über die Bezahlung reden. Die gute Nachricht, die Elementarwaffen funktionieren. Die schlechte Nachricht, Markus, moralischer Kompass, nicht. Elementarwaffen wie diese kannst du jederzeit bei den Waffenhändlern deines Vertrauens um die Ecke kaufen. Also bei dir. Ja, natürlich bei ihm. Alles klar. So. Die gute Nachricht ist, die Elementarwaffen funktionieren. Die schlechte Nachricht. Im Moment gibt es nichts zu erledigen. Versuch später nochmal. Angebot des Tages.
Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür habe ich gesorgt. Viel Spaß mit deinem neuen Tönnieswald. Ja, dann machen wir mal jetzt mal weiter, oder? Ja, wo müssen wir denn hin? Entweder machen wir beim Plan B weiter oder wir machen erstmal die anderen Aufgaben. Plan B. Oder nee, ja, ich glaube, wir kommen zu den anderen Aufgaben sowieso hin, ne? Ja, dann schnacken wir mit dem Chrism Rider. Chrism Rider. Chrism Rider. Hey, du Twix. Schlachtrap, der Beste im Tanzen. Er ist super. Oh, der gibt mir was. Schlüssel zur Kommandozentrale. Hey. Oh, sehr gut. Hallo. Guten Tag. Hier liegt was. Echo Nachricht abhören. Wieso ist da Dr. Patricia Tennis? Durchsuche Rolands Kommandozentrale. Jetzt, wo du es in Rolands Hauptquartier geschafft hast, solltest du nach Hinweisen suchen, die etwas über seinen Aufenthaltsort verraten. Hey Soldat, wenn du dies hörst, stecke ich in Schwierigkeiten. Derzeit bist du das Einzige, was zwischen dieser Stadt, Scheiße, dem ganzen Planeten und Handsome Jacks Armee steht. Ich habe Infos zu meinem Verbleib in meinem Safe hinterlegt. Du kannst ihn nutzen, um alles, was du willst, darin aufzubewahren. Dies ist jetzt dein Zuhause. Viel Glück. Das ist unser Zuhause. Wer ist denn bitte schon Patricia Tennis? Ist das von der alten Tennis die Tochter? Weiß ich nicht. Meine Forschungen laufen wie geschmiert. Trotz meiner Psychose. Das freut mich für dich. Meine Forschungen laufen wie geschmiert. Trotz meiner Psychose. Hallo, Tür auf. Hallo, der gibt mir den Schlüssel und... Von der Scheiße. Hey, du Tannis, wie du siehst aus wie deine Mutter. Ja gut, dann lass mich doch mal... Ein Echo-Recorder, vielleicht enthält er ja Informationen über Roland. Okay. Wie macht man das? Ich hab keine Ahnung. Ich stand da auch gerade vor. Du hast so eine Öffnung. Du hast so ein... Hä? Hä? Ja. Benutze Roland Saves. Das heißt, die müssen wir wahrscheinlich... Ach nee, wir haben nur ein Echo. Was? Der Firehawk! Du meinst diesen massenmordenden Kopfgeldjäger? Oh, Kacke! Wenn der Firehawk ihn hat, steckt Roland mächtig in der Scheiße. Du musst zum Frostburn Canyon und seinen Arsch retten. Wenn der Firehawk ihn gefangen hält, ist Roland in großer Gefahr. Du bist der Einzige, der Jack stoppen kann. Aber Roland ist der Mann mit dem Plan, sozusagen. Er weiß, wie man Hyperion am besten angreift. Tür ankert? Ja. Auf den Nisho ist ein Kopfgeld hier ausgesetzt. Sollen wir uns das teilen? Echt? Hm, komm mal her. Guck mal da an der Wand. Oh, den nehmen wir. Ja, also das ist mal ein Sümpfchen, ne? Was denn? Ach, ganz wenig. Also, 32 Milliarden? Wenn ich das so richtig verstanden habe... Ihr könnt hier, das ist wie in Diablo, die Kiste. Ihr könnt hier Sachen reinlegen und dann müsst ihr die nicht die ganze Zeit mit euch rumschleppen. Ja, aber ach, du kannst... Ach, das ist so safe, okay. Das ist ja safe. Aber ja. In den Save kannst du auch nur irgendwie zwei Teile packen. Ja, nee, eigentlich mehr, aber die rollt man sich anscheinend frei irgendwie. So, und ich habe halt... Ich kann meine Level 11 Sachen reinpacken. Ja, was zum Beispiel. Das? Und ich habe jetzt aus irgendeinem Grund einen dritten Waffenslot. Echt? Oder auch nicht. Hä? Ich kann nur einen Teil da reinpacken, glaube ich. Ja, super. Ja, wahrscheinlich musst du dir die anderen Teile kriegst du frei. So, dann wollen wir mal Roland retten gehen. Hä? Ey, aber wieso habt ihr jetzt einen dritten Waffenslot? Weil wir gut sind, keine Ahnung. Ach, ich auch. Ich musste nur was anderes drücken dafür. Okay. Mann, Fliege! Entschuldigung. So, ich springe mal runter. So. Yes, okay. Einmal aus dem Haus. Komm. Okay. Ich habe aber jetzt gerade gar keine Waffe dafür. Hä? Was ist das 24/7 Klinik, alter Schwede? Ich habe Claptrap gefunden. Ja, ich tue Dinge, aber ist okay. Nee, ich warte auf dich. Toll, ich habe noch eine Sniper. Nee, das ist eine... Boah, diese
Okay. Ich habe eine. Hä? So, der Nümer läuft da oben rum. Hallo. Hey, cool. Komm runter. Hier ist Klettbrett. Hier sind eigentlich noch Kisten. Wie kommst du da hoch? Das verrate ich doch jetzt nicht. Ich spreche jetzt mit Klettrap. Sag was, Baby. Ich hab Job. Wenn du willst, dir ein paar hundert Ärsche für ihn aufzureißen, hat Klettrap eine Überraschung für dich. Untertan, zu mir. Dein Meister befiehlt es dir. Untertan. Darf ich du hast mir geholfen, Sanctuary zu erreichen, Untertan. Dafür hast du dir eine Belohnung verdient. Ich habe ein Geheimversteck weit, weit von meinem momentanen Aufenthaltsort. Um es zu finden, wirst du eine Reihe fieser Aufgaben bewältigen müssen. Erstens, sammle ein paar braune Steine für mich. Dann besiege einen Badass-Gang. Danach musst du den verlorenen Stab von Mount Shooter klauen. Dann wirst du mir den Kopf des Zerstörers der Welten abliefern, um danach zu meinem Vergnügen zu tanzen. Okay, wir machen das nicht. Finde das Versteck. Ja, okay. Gefunden. Oh, Scheiße. Okay, was ist das? Sieht so aus, als wäre da ist überhaupt nichts drin. Geheimversteck ist gerade aufgeflogen, sodass es jetzt enttarnt ist. Na dann, Glückwunsch. Du hast hier meine sorgfältig geplanten Aufgaben erspart. Jetzt kannst du das Versteck durchsuchen. Da ist nichts drin. Obwohl du mir nicht gebracht hast, was ich wollte, habe ich beschlossen, dir mein Versteck zur Verfügung zu stellen, um meinen Untertanen Waffen zukommen zu lassen. Speziell die, die du benutzt. Verstehst du? Das ist zum Twinken von Items zwischen deinen Charakteren. Ah, okay. Also der Safe ist im Prinzip für das jetzige Spiel. Und das ist sowas wie... Okay, es gab, glaube ich, bei sowas gab es ja auch bei Diablo, ne? So eine Kiste, die ist für Wechsel und eine Kiste ist für... Die Pseudonyma backt sich da einfach hoch. Oder auch nicht. Oder eher nicht. Ich backe hier nirgendwo einen Kuchen gerade. So, ich glaube, Zed hat... Der Zed hat jetzt einen Aufgang. Ich gehe mal zu dem Zed. Hi, der Zed. Du brauchst Kohle und ich brauch... Ich wurde angeschossen, über die ich nicht reden will. Hilfe. Zed braucht 20 Milliliter Badasserigkeit sofort. Hey, Rowlands Jungs haben diesen Hyperion-Drecksack erwischt, wie er sich in die Stadt schleichen wollte. Es hat wohl seine Lunge getroffen. Der Knabe braucht dringend eine Operation. Komm her und hilf mir bei dem Eingriff. Ja! Das ist was für ein Anker. Einen kleinen Einschnitt direkt unter dem Brustbein vor. Aber sei vorsichtig. Nicht, Ankert, dass du die Herzarterie erwischt. Ankert! Viel Spaß. Deine Aufgabe. Ja, du musst da jetzt was machen. Nimm deine Axt. Wir gucken von dir aus. So, hast du gut gemacht. Ja. Ein Stück Iridium? Verdammt. Wie oft soll ich es euch Idioten noch sagen? Man kriegt keine Slack-Kräfte, wenn man dieses Zeug schluckt. Dieses Bruchstück ist auf dem Schwarzmarkt nichts wert. Es ist noch nicht veredelt. Vielleicht kannst du es zu dieser Tennis am anderen Ende der Stadt bringen. Sie kann dir viel über dieses Iridium-Zeug erzählen, wenn sie sich wegen ihres tollen, echten Doktortitels nicht mal wieder zu fein dazu ist. Und wenn du Arbeit suchst, melde dich bei mir. Ich hab welche. Okay. Wenn das Geld stimmt, hast du den Job. Fräulein Tennis. Wie ich schon sagte, Roland, jetzt, wo Jack den Kammerschlüssel hat, wird er die Kammer bald öffnen. Außerdem brauche ich einen neuen Ventilator. Das Labor stinkt nach Speck. Und Speck ist nur was für Schleimer und Inzuchtbrot. Was? Insanely smart. Ah ja. Wie läuft's mit dem Job? Ich geb dir das jetzt, ja? Oder muss ich auf euch warten? Ach so. Ja, nee. Überlege. Ja, ich warte. Ich komm angesprungen. Ich bin das Hoppehäschen. Ja. Zero, Osterhase. Hier, bin da. Ihr hört euch furchtbar an, als würdet ihr euch die ganze Zeit verletzen, wenn ihr springt. Fräulein, stehen bleiben. Hallo. Stunden wissenschaftlicher Ergüsse, die du dir nur in deinen Träumen oder meinem Bett, wo das Angebot steht, ausmalen könntest, bin ich der Meinung, dass Jack, der Kammerschlüssel und Iridium auf einer tieferen Ebene miteinander verbunden sind. Aha. Bring das Iridium-Bruchstück zu Patricia Dennis. Du hast ein Iridium-Bruchstück gefunden.
Vielleicht kann Patricia Dennis, eine verhaltensgestörte Archäologe, mit diesem Objekt etwas anfangen. Patricia, wenn du verarztet werden musst. Solange du keine Angst vor ein bisschen Tetanus hast. Ist ja gar nicht schlimm, der Tetanus, ne? Du musst nichts für mich tun. Die Tetanus. Ich beiße nämlich. Ja, dann Mama. Also, gut. Ich beiß gar nicht, die hat gelogen. Wir müssen jetzt, den Roland helfen, ne? Moment. Jagd auf... Okay, wir haben aber ein paar. Töte die Assassinen, das Namensspielchen, Jagd auf Firehawk. Das ist, glaube ich, die Hauptstory. Ah, ich kann zu nur mal den Rock gucken. Was? Symbiose. Ich gehe jetzt. So. Gut. Wofür entscheiden wir uns? Was machen wir jetzt? Geh erst mal nach Zed und hol noch mal ein paar Quests. Hat der jetzt noch Quest? Ja. Hier ist eine Shotgun gerade im Angebot mit 32x6, falls da jemand interessiert ist. Die kostet aber 5247. So viel habe ich nicht. Was macht ein Loch wie eine Kugel, ist aber keine Kugel? Was? Das ist die Aufgabe. Weißt du, was ein Kugeleinschussloch hinterlässt, ohne dass eine Kugel im Spiel wäre? Also ich nicht. Aus Three Horns kriege ich merkwürdige Wunden zu Gesicht. Du musst dahin und rausfinden, was für eine Waffe die verursacht. Sie gehört einem alten Rivalen von mir, Doc Mercy. Lass dich nicht von dem Namen täuschen. Im Gegensatz zu mir verursacht er lieber Wunden, statt sie zu flicken. Im Gegensatz zu mir hat er auch eine Approbation. Ach, herrlich. So, ja gut, dann raus aus der Stadt. Hui! Medizinisch. Waren wir schon hier oben? Ja, da geht's zu Moxis. Achso. Das wird alles noch viel schlimmer, so. Oder? Machen wir lang. Ah! Ich schau hier mal volle Möhre jetzt auf Reisen. Also, wir fahren erst zu Mercy, oder was? Keine Ahnung. Das, was am nächsten ist, würde ich sagen, oder? Ja, wir gucken jetzt einfach mal. In der Luft bin ich gereist. Ich fliege quasi dahin. So. Hallo, guten Tag. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Hölle. Eis. In der Eishölle. Haha. Ein anderer Spieler benutzt gerade die Catch a Ride Station. So, wo müssen wir lang? Karte gucken. Oh toll, das ist alles nicht in hier in dem Gebiet. Wir müssen nach rechts. Okay. Juhu! So. Ich würde sagen, hier grad so lang. Geradeaus. Nach rechts, noch rechts. Stopp. Ah ne, da sind wir richtig, genau. Bis hierhin kann ich fahren. Oh, guck mal, wir können wieder mit Auto reisen. Ihr könnt mit Auto reisen? Keine Ahnung, bleibt einfach mal sitzen. Vielleicht stürzt jetzt auch ab. Alles klar. Ah, jetzt. Ich hab euch in den Poko. In den Poko? Ich hab euch. Ja! Uns in den... Ja, guck mal, wie schön. Ja. Töten! Hey, Skank! Ja! Ist das eine Roadkill-Aufgabe oder so? Wir sind wieder in Pandora! Oh. Was? Wer hat Idiot gesagt? Ich meine, gut, passt manchmal bei meiner Fahrweise, aber... Die Chauffeur mit dem Auto platt, Alter. Batz, 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 batz. Es gab früher in Borderlands 1 gab es halt so ein Achievement für Roadkill. Aua! Und jetzt kratze ich mir dein Gesicht von den Fingernägeln. Was hat da gekracht?
Beim Rüberfahren meine ich, war das lebendig. Ach ja. Oh, jetzt ist auch mein Auto im Arsch. Habt ihr auch Iridium gekriegt hier? Für was? Wir finden jetzt Iridium anscheinend. Ja. Und wieder ist der Hesho tot. Ja, aber mir geht's gut. Wie in alten Zeiten. Ja, wenn ich heute nie weggerannt, weggerannt hätte, könnte ich dem Hesho jetzt auch helfen. Entschuldigung. Du hast uns einfach überfahren. Ja, bevor wir jetzt hier weiter Scheiße machen, könnten wir auch diese Folge beenden. Na gut. Denken Sie nicht daran. Ja, so. Moment, ich setze mich auch mal gerade mal ins Auto. Komm zu euch. Ja, und dann können wir jetzt eigentlich für heute sagen, tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.